In diesem Video muss Köbi leider schon wieder zum Doktor. Besichtigen wir eines der schönsten Dörfer Deutschlands und finden das Turmzimmer von Rapunzel. Hallo ihr Lieben, wir sind Marcel und Melanie von Mischmasch. Gemeinsam mit unserem Wohnmobil Köbi bereisen wir Europa. Vielen Dank, dass du uns begleitest. Und nun viel Spaß mit unserem Video. Los geht's! Ja, Köbi ist leider schon wieder beim Doktor. Gestern hatte der Laptop keinen Akku mehr. Ich wollte den Wechselrichter einschalten und er ging nicht. Ah, zum Glück hatten die lieben Leute von Mika heute Zeit für uns. Was für ein Glück. Vielen lieben Dank an das Mika-Team. Zusätzlich bekamen wir einen ausgezeichneten Kaffee und die Toilette war sehr hübsch und lustig dekoriert. Als wir auf Köbi warteten, haben wir Helena, Lars und ihre süßen Dackeldamen Frieda und Anneliese kennengelernt. Per Zufall standen sie auf demselben Stellplatz, den wir noch anfahren werden. Was für eine nette Begegnung! Hallo ihr Lieben, wir hoffen, es geht euch gut. Auf diesem wundervollen Stellplatz haben wir zwei ruhige Nächte verbracht. Vielen lieben Dank. Hallo ihr Lieben. Hoi hoi. Ja, der Fehler beim Wechselrichter konnte sehr schnell gefunden und gelöst werden. Vielen lieben Dank nochmal an das Team von Mika, dass ihr so schnell einen Termin gefunden habt für uns und das so unkompliziert und nett gelöst habt. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Und auch vielen Dank und liebe Grüße an die Frau Öhlenberg von unserer Stammgarage, von der Melzer Garage in Jestetten. Sie konnte den Termin unkompliziert und rasch für uns organisieren. Da sind wir unendlich dankbar. Danke, danke, danke. Top, top. Und dieser Umweg, dieser winzig kleine Umweg, den wir jetzt auf uns genommen haben, hat auch noch einen positiven Effekt. Und zwar Dinkelsbühl ist eine sehr, sehr hübsche Stadt. Deshalb sind wir hier auf diesem schönen Stellplatz noch für zwei Übernachtungen. Heute ist das Wetter also so lala, morgen ist es ein bisschen besser. Und morgen gehen wir das Städtchen erkunden. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Und was für ein Zufall. Wie Melanie gesagt hat, gehört Dinkelsbühl zu den schönsten Dörfchen, Städtchen von ganz Deutschland. Super. Win-win-win-Situation. Was will man mehr? Und du blendest noch ein paar Bilder von diesem schönen Stellplatz ein. In unmittelbarer Nähe des Stellplatzes hat es ein hübsches Biotop, einen Schwimmteich und bequeme Liegen aus Holz. Direkt neben dem Stellplatz hat es sogar eine Badestelle. Melanie hat sich bereits schon gemütlich gemacht. Nimmst du ein Fußbad? Also ich mach's mir jetzt da bequem. Oh, schaut euch das mal an. Ja, da genieße ich die herrliche Zeit auf dieser Liege, höre dem Vogelgezwitscher und dem Froschgequake zu und dann geht es nicht lange und dann grüezi miteinander. Ja, dann ist fertig mit der Ruhe. Ach, Flänzen. Ja, machen wir zusammen ein Nickerchen. Ja, Flänzen ist ansteckend. Ja, gute Nacht. Noch am selben Abend wollten wir schon einen ersten Blick auf die Altstadt von Dinkelsbühl erhaschen. Es sieht sehr vielversprechend aus. Thank you.
Ja, sich zu lösen scheint ein schwieriges Verfangen zu sein. Hm? Und sabbert wie ein Weltmeister. Ja, genau. Mir gefällt es besonders gut. Wo ist der Sputterboden? Die Krallen immer schön ins Bein rein. Das gehört dazu. Ja, lieber Krallen als Liebesbisse. Ja. Ja, bei der Aussicht würde ich mich auch umdrehen. Die ersten Touristenbusse sind heute Morgen früh schon angekommen. Also der erste Eindruck von Dinkelsbühl ist also schon wow. Das wird ein langes Video, hoffentlich nicht. Also Dinkelsbühl wird ja viel mit Rothenburg verglichen. Das ist immer ein kleiner Wettkampf, welches Dorf oder Stadt die schönste Altstadt hat. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Du kannst dir vielleicht noch den Link einblenden von Rothenburg. Genau. Da waren wir ja auch. Und da kann schlussendlich jeder für sich entscheiden, welches Altstädtchen denn am schönsten ist. Ja. Das sind beide wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir weiter. Ja. Los! Thank you.
das Münster St. Georg, sehr schön, findet ihr auch. Was ein bisschen skurril ist in dieser Kirche, ist der heilige St. Aurelius. Sein Skelett ist hinter einer Glasscheibe ausgestellt und dem hat man von 14 Jahren das linke Bein geklaut. Wer bricht in eine Kirche ein und stiehlt einer heiligen Reliquie das linke Bein? Wer kommt auf solche Ideen? Ach, Sachen gibt's. Wer sind denn da so schön? Ach Gott, wie süß. Das wird heuer viele Trauben geben. Der Junior macht eine Pause bei der Jugendherberge am Westerlage, eines der schönsten Häuser. Und schaut euch mal diese Kulisse an. Mal ganz schnell diesen Text. Und jetzt dürft ihr nicht lachen, ich habe effektiv Vibes Frauhaus gelesen. Was hast du gelesen? Vibes Grauhaus. Ja, das ist auch gut. Was habt ihr gelesen? Seid ehrlich. Kaum zu glauben, aber ich habe es tatsächlich gefunden. Mein Haus.
Es passt farblich zu meinen Schuhen. Zumindest fast. Aber Jesus. Hartriegel ist voller Bienen. Könnt ihr das hören? Ah, da sieht man sie schwirren. Schön. Endlich wissen wir, wo Rapunzel wohnt. Schatz, los, komm! Gehen wir Rapunzel retten. Ah, das ist eine Tür. Das ist ein bisschen einfacher. Ah, mal klingeln und vielleicht ist sie zu Hause. Wow, 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 wow. Was für ein hübsches Städtchen. Ich bin total verliebt. Also ich bin auch hin und weg, also was für eine Schönheit, das Dinkelsbühl. Ja, oh. Wenn man bedenkt, wie wir zu diesem Ort gekommen sind, sind wir äußerst dankbar, dass es eigentlich so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Eine verrückte Geschichte, ja. Ganz klar. Immer wenn was passiert, später versteht man weshalb. Rothenburg oder Dinkelsbühl, diese zwei schönen Altstädte werden ja immer wieder verglichen, das habe ich bereits schon angedeutet. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, Dinkelsbühl ist bei mir schon ein bisschen höher, weil es ist so luftig, offen. Es hat sehr viele verwinkelte Gassen, ja, sehr viele Farbe, bunte Häuser. Man muss auch sagen, Rothenburg ob der Tauber war ein bisschen Baustelle. Man müsste vielleicht noch mal gehen, wenn das abgeschlossen ist. Aber es hat mir auch sehr gut gefallen, Rothenburg ob der Tauber. Ja. Das Dinkelsbühl auch für mich absoluter Favorit. Mhm. Einzig ein bisschen störend ist der Verkehr, wo teilweise durch die Gassen geht. Ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Könnte man vielleicht noch ein bisschen beruhigen, das Ganze. Mhm. Und die skurrile Geschichte von dem Skelett. Uiuiui, was für eine Geschichte. Wer macht sowas? So, jetzt innen sind wir durch. Jetzt machen wir noch eine Runde der Stadtmauer entlang, um noch weitere Impressionen und Eindrücke zu sammeln. Ja. Und dann suchen wir einen Biergarten. Ja, bis später. Düdeldü. Marcel hat gerade gesagt, das wäre doch ein Häuschen für uns. Thank you.
die letzte Frage für heute: Was lest ihr hier? Ja, was ich hier lese, das behalte ich für mich. Prost! Vielen Dank, Dinkelsbühl. Es war schön bei dir. Tschüss! Hallo, Köbi, wir sind wieder hier. Weißt du was? Wir haben heute Rapunzel aus dem Turm gerettet. Was? Du hast die böse Hexe zum Kaffee eingeladen und hast sie anschließend gefressen. Wow, Köbi, das hast du super gemacht. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn du sie gegessen hast, wo kommt sie denn wieder raus? Das lassen wir jetzt lieber. Ja. Leider kommen wir schon wieder zum Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns über ein Däumchen hoch sehr freuen. Vielen lieben Dank. Wer uns unterstützen möchte, kann dies kostenlos tun mit einem Abo. Vielen lieben Dank. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr kein neues Video von uns. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und bis ganz, ganz bald wieder. Tschüss.